Also dann, wollen wir? Fernseher. Ist ja auch cool. Ich würde gerne auf dem Fernseher spielen. Ich habe leider kein Geld für die Capture Card. Oje, das sind aber viele. Ich mach das. Erst alles freiräumen. Dann Königin-Mini mitnehmen. Nicht besonders anspruchsvoll, die Aufgabe. Sind sehr nervig. Ständig dreht sich der Kopf irgendwo anders hin. Kaum konnte man hingreifen, auch schon an. Das ist komisch. Hier ist nicht in Gefahr. Wer baut denn sowas? So, gleich geschafft. So, und noch einer. So. Es gewesen sein. Fernkampf nicht wirklich. Ich hab halt. Achso, stimmt. Ich muss. Kann sie immer noch aufs kleine Stück rufen. Problem ist, die Waffe, die ich gerade habe, macht absolut keinen Schaden. Nahkampf gedacht. Jela. So, Zentron. Warte.
Hier lang. Hier lang. Hier lang. Auf geht's. So, zieh einen auf. Oh je. Bitte keine Logik in solchen Spielen suchen. Oh, jetzt gönnt mir doch mal eine Pause. Wahnsinn! Der Raum darunter nennt sich die Halle des Ecksteins. Dass unser Schloss immer vor bösen Welten geschützt war, verdanken wir dem Eckstein des Lichts, den wir dort unten aufbewahren. Der Eckstein des Lichts? Das hier ist unser kostbarer Eckstein. Oh, aber seht nur, diese Dornen, sie müssen das Werk sehr böser Mächte sein. Was das wohl zu bedeuten hat? Ah, oh. Schatz! Das glaube ich nicht. Sieh an. Wen haben wir denn hier? Wenn das nicht der verwünschenswerte Träger des Schlüsselschwerts und seine jämmerlichen Lakaien sind. Warte, als tätst du was erleben! Alles zu seiner Zeit. Ich verspreche euch, ihr bekommt meine Rache noch ausgiebig zu spüren, aber habt Geduld. Was hast du hier zu suchen, Malefiz? Ah, Königin Minnie, strahlend wie immer. Ich komme in einer Grundbesitzangelegenheit. Ich möchte das Schloss für mich haben. Allerdings ist es für meine Bedürfnisse etwas zu hell hier. Ich werde wohl jedem Raum meinen persönlichen dunklen Anstrich geben müssen. Du hörst besser auf mit deinen Machenschaften, sonst bereust du es. Jetzt macht ihr mir aber Angst. Na schön, ich höre auf damit. Sobald das Schloss mir gehört. So eine Hexe. So etwas hat es noch nicht gegeben. Ich habe alle Aufzeichnungen in der Bibliothek durchgesehen, konnte aber keinen Hinweis finden. Oh. Hä? Fragen wir doch jemanden, der sich mit allerlei Dingen auskennt, die nicht in Büchern stehen. Eine grandiose Idee. Merlin fällt vielleicht etwas zu diesem Schlamassel ein. Bitten wir ihn um Rat. Wir haben ihn in Hollow Bastion getroffen, stimmt's? Ja, auf geht's. Yay! Was hat er gelernt? Auto rufen. Ach. Unwichtiges Zeugs. Die Halle des Ecksteins. Hier gibt's sonst nichts weiter. So. Speichern, falls die Technik abbraucht. Und auf zur Weltenkarte. Eine neue Episode. Nur am besten, wenn wir Glück haben. Dürfen wir auch erstmal noch was erledigen, bevor Merlin uns hilft. Jemand zu Hause? Merlin! Das Schloss ist in Gefahr! Was soll denn der Aufruhr? Hoho, sieh an, ihr seid's!
und dein Gesicht verrät mir, du hast seit dem letzten Mal dazugelernt. Wirklich? Keine Zusatz, wir haben ein großes Problem. Es ist meine Schütze, ist wieder da. Wo? Etwa im Schloss? Jep, und Herzlose sind auch da. Nicht doch. Meine Schütze will das Schütze, wenn jemand zu Hause heilt, ist anstatt bedeutend, dass du zuwaffen lassen und wie es mit Schütze ist überflutet. Überall im Schloss sind Herzlose! Könnte die Hölle aus der Gefahr! Oh. Direkttransport. Wie? Des einen zwei Augen sparen dem anderen tausend Worte. Aha, verstehe. Was geschieht hier, Merlin? Es sieht nicht gut aus. Nein, ich muss sagen, die Lage ist sogar äußerst ernst. Boing. Was ist das? Mein Junge, das ist ein Tor zu einer einzigartigen Welt. In dieser Welt findet ihr den Verantwortlichen für die Vorkommnisse im Schloss. Da bin ich mir sicher. Prima! Wir wussten, auf dich ist Verlass, Merlin. Los, schnappen wir ihn uns. Ein Moment noch. Natürlich müssen die Übeltäter aufgehalten werden. Aber vorher müsst ihr noch etwas erledigen. Irgendwo in dieser Welt muss es eine weitere Tür geben, die genauso ist wie diese. Ich nehme an, unsere Feinde benutzen diese Tür. Solange sie offen steht, ist das Schloss in großer Gefahr. Sora, du musst diese Tür finden und wenn du sie gefunden hast, versiegle sie mit deinem Schlüsselschwert. Alles klar. Verlass dich auf uns! Ach, und noch was. Ihr begebt euch in eine wirklich ganz besondere Welt. Solange ihr dort seid, könnte ihre Beschaffenheit euch dazu anstiften, etwas Ungehöriges zu tun. Ihr müsst dieser Versuchung widerstehen. Was soll das heißen? Ihr werdet es bald wissen. Ich vertraue fest auf euch, ihr drei. Ui, so viel Vertrauen von Merlin. So, dann mal rein in diese ganz besondere Welt. So schwer. Türflügel. Was eine schöne Welt, finde ich. Könnte auch einfach daran liegen, dass ich da immer sehr viel trainiert habe. Und dass alle so lustig aussehen. Schaut mal, da ist ja der Eckstein des Lichts. Was ist denn hier los? Alles ist schwarz-weiß. Hey, das hier tut mir alles so, so... Vertraut vor? Ja, genau. Warum? Warst du denn schon mal hier? Ihr da! Habt ihr hier irgendwelche Halunken gesehen? Ihr Frechen! Pah, ich hab keine Zeit, mich mit euch rumzuärgern, also will ich nochmal gnädig sein. Und schon haben wir unseren Schurken. Ich bin in der Vergangenheit gelandet. Kurze Auszeit! Karte für die Vergangenheit. Ist hier noch eine Kiste? Yep. Ein Driver. Hier kann man wirklich wunderbar trainieren. Später dann. Und zwar die Heldenform und die Magierform, die ich irgendwann auch mal bekommen werde. Keine Ahnung, wann. Hab ich vergessen.